Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen eine Runde mit Steve und wir spawnen hier neben jemandem. Wir haben Bindung dabei, habt ihr wahrscheinlich jetzt schon gesehen. Ansonsten habe ich noch Verwandt dabei, Tabs Verdacht und offenes Blatt. Aber wir haben den Anführer noch ein bisschen für einen kurzen Moment drauf gehabt. Oh, und wir spielen gegen Legion, alles klar. Dann lass uns erstmal hier kurz das Totem wegmachen. Das hat auf jeden Fall ja schon mal gut funktioniert. Und dann kann der Gen Rush eigentlich beginnen. Dort arbeitet jemand. Ich gehe mal zu dem. Und dann können wir dort gemeinsam... Geh mal nicht zu ihm, weil da ist Legion. Alles klar, dann hat er den anderen jetzt laufen lassen, so wie es aussieht. Ja, also, meine ganzen Perks geben mir in irgendeiner Weise eine Aura-Lesefähigkeit. Und durch offenes Blatt wird die halt eben nochmal verstärkt. Tabs Verdacht zeigt mir ja auch den ganzen Stuff an. Und... Oh, okay. Und den kann ich dann direkt auf der Regenbogenkarte verzeichnen. So, und bevor ich jetzt noch länger rumrenne, ohne irgendwas zu tun... Ah, die erste Person ist down. Der Typ hat scheinbar Seelenruhe dabei, oder? Der hat ja gar kein Geräusch von sich gegeben, als er gerade umgeklatscht wurde. Nun denn, okay, Legion geht dort. Hallo, kommt hierher. Steck mich mal eben. Ah, sie geht auch in die Richtung weg. Verwandt in Kombination mit offenes Blatt ist eigentlich ziemlich nice. Weil die Reichweite da dann nochmal erhöht wird. Also die Reichweite von Verwandt wurde ja sowieso schon mal erhöht vor kurzem. Ah, okay, der möchte sich nicht hochheilen gegen Legion. Ja, finde ich auch nach wie vor eigentlich immer gut, das nicht zu tun. Okay, jetzt können wir ein bisschen was einzeichnen hier. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Killer Nöd dabei hat, oder? Obwohl, naja, ey, das ist echt so lustig, wenn da jemand umgeklatscht wird und er einfach kein Geräusch von sich gibt. Ah, hier bist du ja schon. So, sie schlägt einfach. Ich renne mal hier weg, damit andere Leute helfen können, wollte ich gerade sagen, aber scheinbar sammelt sie den einfach gar nicht auf. So. Der ist schon ziemlich weit hier. Okay, der ist wirklich schon ziemlich, ziemlich weit. Und der andere scheint leider nicht den Strike dabei zu haben. Okay, Legion geht zur Seite weg, interessant. Sie will helfen gehen. Und er bleibt hier bei uns. Hm, willst du mich hochheilen oder nicht? Für die Points oder so? Okay, macht er. Ja, Legion ist da leider in der näheren Umgebung geblieben. Geht aber immerhin in die Fähigkeit rein. Dann hoffe ich mal, dass der andere Typ, der eben schon mal... Oder zum zweiten Mal jetzt sogar am Haken hing, dass der jetzt nicht weggetunnelt wird. Ich kümmere mich jetzt mal kurz um die Totems. Man weiß ja nie, Leute. Ah, und was weg ist, ist halt nun mal weg. What? Totem? Warte mal, wo bist du? Ich bin schon viel zu weit gerannt. So, komm mal her. Hier ist sogar eine Palette, interessant. Nehmen wir dich erstmal weg. Hinten habe ich auf jeden Fall noch, noch ein Totem drauf gehabt. Ich weiß natürlich auch nicht, wie viel die anderen Mates schon wegmachen. So, Legion geht wieder nach rechts weg. Weiß nicht genau, was da immer so interessant ist. Aber wie wir sehen, die anderen Survivor arbeiten da hinten an dem Generator. Also der Gen Rush, der flutscht, ne?
Okay, der geht helfen. Der in den tiefen Wunden ist. Ich hätte ehrlich gesagt auch gerne geholfen. Weil ich habe noch nicht so viele Points in der Kategorie, glaube ich. So. Dann wird er erstmal genesen. Und dann direkt weiter hochheilen hier. Zack. Dass man da immer erst so eine Pause machen muss, ne? Ist ein bisschen nervig, naja. Sind wahrscheinlich einfach zwei unterschiedliche Sachen, genesen und heilen. Aber wäre ganz cool, wenn sie das irgendwann mal so zusammenfassen würden. Jetzt wird leider wieder der Typ gejagt. Oh Mann. Ja gut, das ist bitter. Der da jetzt schon zweimal am Haken hing. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich unser erstes Teammitglied verlieren. Leider. Oh, fuck. Ah ja, sie rennt in die Richtung. Okay. Tritt den Jen. Ich würde ganz gerne... Ich würde ganz gerne zu dem Generator wieder gehen. Oh, da ist der nächste Lurch fertig, Leute. Das haben sie schnell. Ach, da hinten. Da ist noch ein Totem. Okay, ich sehe alle drei Totems. Come on. Wir machen die Totems jetzt, Leute. Wir machen die Totems jetzt. Die Mates haben noch gar kein Totem gemacht. Deswegen machen wir das jetzt mal. Da hinten war noch eins. Ja, da war ich ja doch gar nicht so verkehrt, scheinbar vorhin. So, nächste Person liegt. Sie geht erstmal hier direkt an den Generator wieder ran. Ich frage mich, ob ich mich noch schnell verstecken kann. Das war sehr, sehr knapp, glaube ich. Okay, Legion nutzt die Fähigkeit. Dann nutze ich direkt hier die Möglichkeit, über die Außenbahn zu laufen. Ich will einmal ganz kurz gucken. Dort, okay. Hinter dem großen Felsen, glaube ich. Ja, könnte gut sein, dass die Mac jetzt erwischt wird. Da, okay. Das heißt, wir holen jetzt den Ash vom Haken. Die Mac wird noch nicht gejagt, Leute. Die versteckt sich. Jetzt rennt sie gerade los. Könnte sein, dass Legion sie jetzt sieht. So, dich heilen wir hoch. Ich bleibe trotzdem bei dem Plan, erstmal die Totems wegzunehmen. Ja, Mac wird jetzt gejagt. Okay. Sicher ist sicher. Ja. Jetzt haben wir schon die Möglichkeit, die alle rauszunehmen. Durch die Karte, die wir dabei haben. Wäre sehr, sehr schade, wenn wir die Möglichkeit nicht nutzen. Ah, da vorne. Okay, Ash, ich mache hier kurz eine Pause. Und du kannst da weiter rennen. Die Mac wird immer noch gejagt. Hatte er Pop Goes the Weasel dabei? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Hatte der... Doch, ich glaube ja, ne? Hat er Ruin und Pop Goes the Weasel dabei? Oha. Da will jemand auf Nummer sicher gehen. Aber... Ach, da rennen sie. Ich habe doch Bindung, ey. Aber dadurch, dass sie... Dass ich das Ruin-Totem direkt gesehen habe am Anfang der Runde, war das jetzt natürlich ein bisschen suboptimal für Legion. Okay, das heißt, wir haben alle Totems dann zerstört. Also, noch ist das hier nicht kaputt, aber wir arbeiten dran. Oh, Ash wurde auch erwischt. Oh Gott, was macht sie jetzt? Recovered die? Hat sie beharrlich? Nee, sammel den auf. Okay, oha, das wäre es gewesen. Wenn ich jetzt geslackt hätte, hätte böse ins Auge gehen können. So, wir sind dann wohl wieder die... Wir sind wieder der Last-Minute-Babysitter. Ja, der andere wird gejagt. Also hier ist einer, dort ist einer. Wo ist denn der dritte Gen? Oh fuck, sorry. Nächste Person liegt. Ach komm Leute, jetzt am letzten Gen wollen wir es scheitern lassen? Nee, ne? Okay, dann helfen wir ihm. Weiß nicht genau, warum sie jetzt hier geslackt hat. Hm.
Der darf auf jeden Fall noch. Okay, wir verstecken uns jetzt wieder. Ach komm, ey. Das wäre halt schon sehr bitter, wenn es am letzten Gen jetzt scheitern würde. Ah, da hinten ist noch ein Generator. Okay, das ist geil. Die sind ja richtig weit auseinander. Da kommt sie gerade wieder. Also mal aufpassen. Okay, er geht in die andere Richtung. Mac wird nicht gejagt, sie geht an den Gen, oder? Okay, dann gehen wir hin und helfen ihr. Nein! Der ist down. Ach, der ist ja noch gar nicht weit. Er wird schon wieder geslackt, Leute. Wahrscheinlich hat sie Angst vor dem Strike. Oh nee, komm. Jetzt klingelt's, wo ich gerade in der Verfolgungsjagd bin. Ja gut, Pech gehabt. Wer auch immer das sein mag, ja. Muss hier vor einem Killer wegrennen. Tut mir leid. Jetzt geht sie tatsächlich dahin. Okay, wir genesen. Immerhin wurde Dingens nicht erwischt. Wieso mache ich denn eigentlich auch keine Geräusche? Komisch, ne? Da ist Mac. Okay, und da hängt er. Ripperoni. Ah, hat's echt nochmal spannend gemacht hier. Dass wir den letzten Gen nicht fertig kriegen, ist jetzt schon ein bisschen schwach. Zumal die davor irgendwie so ratzfatz durchgenudelt wurden. Okay, ich habe leider kein Adrenalin oder so. Aber ich glaube auch nicht, dass die drüben... Die schon kommen. Leute, warum mache ich keine Geräusche? Hör nur ich die nicht oder ist das irgendwie ein Bug? Hab gesehen, dass sie umgedreht ist, aber ich habe irgendwie den Schlag nicht so... mit so einer krassen Reichweite in Erinnerung gehabt. Oh Mann. Okay, wir hängen jetzt zum ersten Mal. Und was macht die Mac? Ja, sie hat wirklich Pop Goes the Weasel dabei. Okay, alles klar. Pop Goes the Weasel und Ruin, ey. Die denkt sich so, ihr macht die Gens nicht. Aber dafür ging die Generation... Ja gut, nee, wir haben ja Ruin ziemlich schnell gekriegt. Darf man nicht vergessen. Aber die beiden Generatoren sind so schön auseinander. Eigentlich müsste hier was gehen. So, jetzt sollten wir hier schnell weggehen. Also sie wird direkt wieder zurückkommen. Ja, was soll sie auch sonst machen? Ich weiß jetzt ja, dass beide hier sind. Nee, das war's. Oh, okay, ich hätte jetzt gedacht, krass. Ich habe damit gerechnet, sie geht jetzt auf mich, slackt mich und holt sich den anderen. Letzter Gen, wir gehen hier vorne nochmal hin. Da wurde nur gegengetreten, ohne Pop. Oh, fuck. Da liegt sie. Ist sie tot? Okay, nice. Wir wissen sogar, wo die Luke ist. Aber sie weiß auch, wo die Luke ist. Stimmt, weil sie immer und immer wieder da oben raufgegangen ist. Ja, dann wird es wirklich schwer, muss ich sagen. Jetzt campt die an der Luke. Ich soll jetzt echt... Jetzt macht sie doch zu. Okay. Dachte, sie will es jetzt wirklich durchziehen und da an der Luke campen. Ach, hat sie mich gesehen? Oh, okay, schade.
Das war dann wohl nicht so gut. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet. Oh, die Palette ist schon weg hier. Wann konnte sie mich denn sehen? So, sie springt durch. Ich glaube, ich habe nirgends mehr eine Palette. Ah, guck mal, hier kann ich rüber rutschen einmal. Da auch schon mal was. Geht hier rum. What? Nein, was ist jetzt schon wieder los? So hat die mich vorhin auch bekommen. Ja, das war jetzt ein bisschen kacke, ne? Ich meine, wie gesagt, hier ist sowieso nicht mehr viel, aber... Was war denn da jetzt gerade für ein Lag, ey? Die Server haben alles besser gemacht. Schade, aber wir haben eine gute Runde, glaube ich, runtergespielt. Ich versuche jetzt nochmal, mich hier herauszuwinken, weil... Das sind nochmal immerhin ein paar Points in der Überlebenskategorie. Ja. Ja, mit der Ruhe liegen. Puh, schade. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir uns so schwer tun mit dem letzten Gen. Ich glaube, die Hälfte der Folge haben wir für 4 Generatoren benötigt. Und in der letzten Hälfte haben wir den letzten nicht mehr geschafft, obwohl die so schön weit auseinander gewesen sind. Eigentlich, als wir zu dritt waren, hätte nur einer auf der einen Seite, einer auf der anderen Seite. Ich habe ja die Totems gemacht. Dann hätte das eigentlich alles gut gepasst, ne? Naja. GG. Well played. Ah ja, trotzdem ganz gut runtergespielt. Und ja, Blutpunkte technisch, genau, haben wir eigentlich relativ gut. Gold, Silber, Schillernd und Gold. Haben unseren Pip sogar bekommen. Und leider die Regenbogenkarte verloren. Guck mal, wäre sogar nötig dabei gewesen. Also war gar nicht mal so schlecht, dass wir alle Totems weggenommen haben. Sie hatte die schwarze Abwehr dabei für die schmutzige Klinge und für die kalte Erde. Verringert die Abklingzeit und die... wie viel macht das aus? Ich habe das Gefühl, das macht so gut wie gar nichts aus irgendwie. Aber gut, ich kann mich auch täuschen. Leute, ich bin raus, ja. Schön, dass ihr am Start wart. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich wie immer, wenn ihr Kommentare und Likes da lasst. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin euch noch einen schönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit. Und vielen Dank an Tossi und die Kanalmitglieder für die Unterstützung. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.